Der nach der letzten Eiszeit entstandene Paklenica-Nationalpark und sein Buchenwald in Kroatien gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Einheimische Wälder wie dieser sind für die Bekämpfung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung, aber sie sind auch gefährdet, insbesondere von Abholzung und Bränden, die oft durch höhere Temperaturen ausgelöst werden. Das EU-Projekt Beach Power zielt darauf ab, die verbliebenen Buchenwälder Europas zu schützen. Wir sprachen mit der Direktorin des Paklenica-Nationalparks. Das Projekt Beach Power wird durch das Interreg Mitteleuropa-Programm finanziert. Es bringt Partner aus Deutschland, Österreich, Slowenien, der Slowakei und Kroatien zusammen und schafft Verbindungen zwischen Gemeinden, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und sich fortzubilden, um die Buchenwälder für die Zukunft zu erhalten. For preserving the beech forest for the future. Es ist sehr wichtig, diese Wälder zu schützen. Es handelt sich um endemische Arten in Europa, die etwa 10.000 verschiedenen Arten einen Lebensraum bieten, von denen einige sehr selten sind. In ganz Europa gibt es nur noch wenige Überreste dieser Wälder. Das Projekt Beach Power zielt darauf ab, diese Wälder zu schützen, indem es die Gemeinden einbindet, sie aufklärt und Qualitätsstandards für eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Buchenwälder einführt.